Hallo Leute, da sind wir wieder mit Dirt Showdown, mir Reinefinger LP auf meinem Kanal Let's Player, was sonst. Und zwar sind wir hier im Race Off Runde 2 von 3 Toshima Downtown in Tokio. Hab gerade irgendwie aus Versehen den Bildschirm gewechselt, dann war ich im Bildschirmmodus, deswegen hat das Spiel im Hintergrund gedacht, ey, ich lade einfach mal weiter, ist mir völlig egal. Und deswegen sind wir jetzt auch schon direkt vor dem Rennen. Aber nicht mehr weiter quatschen, wird wieder das Rennen gestartet. Ab geht die Post. Oh, los, seht ihr, und habe ich gleich den Start verschlafen. Im letzten Rennen bin ich Erster geworden, was ziemlich geil war. Hat mir auf jeden Fall geholfen. Sollte mir auch hier weiterhelfen, um das Ganze zu gewinnen. Es waren drei Phasenrennen. Die ersten beiden Rennen sind 4 Runden. Die letzte Runde ist 8. Also da wird es noch ordentlich hergehen später. Heiß hergehen, ordentlich hergehen, ihr wisst, was ich meine. Wow, und hier ist auch schon echt bumpy road, muss ich sagen. Also mit der Karre hier lang zu heizen, ist jetzt... Sieht nicht so aus, als wäre das die Standardstrecke für so eine Karre hier, mit der ich gerade fahre. Da wäre vielleicht ein bisschen robusteres Auto nicht verkehrt gewesen. Ich hoffe, dass ich einfach mal das Auto, die Strecke, dass es überlebt, sagen wir so. Ganz besonders das 8-Runden-Rennen am Ende. Seht ihr, da fällt mir schon hier, die fallen die ersten Autoteile schon weg. Dafür habe ich hier eine Gerade, wo ich ja eigentlich speedmäßig überlegen sein müsste, aber irgendwie merkt davon fast gar nichts. Aufgefahren, ja, das freut mich sehr. Ich habe aber leider... Davon nichts, weil der mich auf der anderen Seite überholt. Wow! So, muss schnell in die Spur finden, nicht durchdrehen. Siebter. War jetzt nicht das Gelbe von mir. So, was für eine Kurve, ey. Jetzt hier vorbeifahren, komm, schaffe ich das? Das ist ein Stück gerade hier, da muss ich doch eigentlich... Komm, den drehst du. Perfekt. Da muss ich doch eigentlich immer recht... muss ich doch im Vorteil sein, würde ich mal sagen. Auf diesen geraden Strecken und einfach mal, wow, sehr enge Kurve. Weil, ihr wisst, flaches Auto, schnelles Auto. Wow, 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 wow. Und der erste ist auch so, der erste fährt dieselbe Karre wie ich, sehe ich gerade. Das ist dieser Yamamoto Kutsimuzi, nein, er ist es nicht. Also er war es zumindest gerade, oder? So, fünfter. Das war jetzt ein bisschen Mist gerade, da habe ich gerade so schon Gas gegeben, also schon aufgeholt, sagen wir so. Komm, und zwar fahre ich denn dem hinterher. Verpiss dich. Los, Baby, los! Los, Baby, los, genau, sehe ich genauso. Komm. Gerade Streckenpart, Nitro zünden, ab geht's. Ja, man muss zu kurz so links liegen lassen. Nicht gegen die Wand fahren, nicht gegen die Wand fahren. Wow, und das ist ein Driftreifen. Boah, ey. Einmal zu viel gewollt, würde ich sagen. Siebter, scheiße, ey. Sorry. Wollte ich natürlich nicht sagen. Letzte Folge habe ich gefragt, wie sieht's aus? Fahrt ihr in den Urlaub? Ich weiß nicht, habt ihr mir schon Kommentare hinterlassen. Schreibt es mir auch hier drunter, wenn ihr jetzt über die Ferien oder über Winter irgendwo hinfahrt. Wohin fahrt ihr? Was macht ihr? Bleibt ihr zu Hause? Zockt ihr lieber? Und dann ist ja auch bald Weihnachten, ne? Also wie schaut es denn da bei euch aus? Habt ihr schon coole Geschenke für eure Freunde, Familie? Freundinnen, Eltern, was auch immer, und wenn ja, was kauft man denn da so? Also schenkt ihr dann eine PS3 oder so? Oder vielleicht auch mal nicht schlecht zu wissen, was verschenkt ihr denn an Weihnachten? Ja, was verschenkt ihr an Weihnachten? Den habe ich aber schön gedreht, nicht wahr? Aber es war, oh doch, es war der erste Platz. Okay, ich sollte öfters über Geschenke reden, da fahre ich eigentlich recht gut dabei, merke ich gerade. Ja, würde mich interessieren, was verschenkt ihr denn so? Also ich habe, war ja in Thailand dieses Jahr. Und habe natürlich da drüben viele, viele Sachen eingekauft. Alles Mögliche, von T-Shirts bis zu Krawattennadeln und natürlich gefälschten Schuhen und billigen digitalen Kopien und so. Nein, natürlich nicht. Aber ich habe da drüben schon einiges gekauft und mitgebracht. Und es wird natürlich alles dieses Jahr auch irgendwo unter dem Weihnachtsbaum Platz finden. Und ja, das ist so das, was ich auf jeden Fall erstmal verschenke. Dann natürlich für die Kumpels noch so... ein, zwei Highlights, so ein paar Geschenke, die eigentlich, die man nicht braucht, aber naja, die man halt schenkt, damit man was schenkt und versucht irgendwas Witziges unter den Weihnachtsbaum zu legen. Wow! Ja, und ich rede über den Weihnachtsbaum und werde wieder Letzter. Auf die, ey, das ist doch bei diesem Spiel zum Kotzen. Naja, wir wollen jetzt aber nicht im Rage-Mode landen, weil irgendwie, glaube ich, ich habe das doch noch drauf und ich krieg den Platz wieder. Ich krieg den noch wieder. Ich bin zumindest der Hoffnung, dass ich da irgendwie wieder vorfahren kann. Nein, 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 aber nicht so. Gut, den hätten wir mal gut aus der Seite, auf die Seite gedrängt. Ja, Weihnachtsgeschenke. Das war es eigentlich so mit meinen Kumpels, muss ich sagen.
Da fällt mir jetzt nichts ein. Eine Freundin habe ich gerade nicht. Das heißt, da muss ich mich mal keinen Kopf zerbrechen. Was ich da kaufen muss, ist natürlich auch immer nicht leicht. So eine. Nein! Ey, kaum rede ich von der Freundin, werde ich letzter, ey. Gibt's doch wohl nicht, ey. Das hat schon seinen Grund. Die Scheiße hier. Mann, ey. Der Sieger steht fest. Ja, ich bin's nicht, habe ich gerade festgestellt. Weil ich über die blöden Tossen rede hier. Mann. Also, Entschuldigung, nichts an euch da draußen, ihr lieben Zuschauerinnen. Aber was ist das denn, ja? Neu starten. Scheiße. Mann, Mann, Mann. Da redet man nur einmal über Frauen und schon wird man letzter. So, diesmal versuchen wir den Schatten nicht zu verkacken. Ich habe das Gaspedal gleich gefunden. Ja, stehen geblieben waren wir bei den Weihnachtsgeschenken. Wie gesagt, was macht ihr denn so? Ihr habt jetzt gehört von mir, was verschenke ich? Vielleicht auch für euch. Schreibt es mir in die Kommentare. Wäre witzig, macht mir eine Wiederantwort, was sich erfordert, mich heraus hinter Schaudern und erzählt es mir selbst. Ich weiß es doch auch nicht. Oh, oh. Ja. Und das Auto darf... Hallo, wie wäre es mal mit neu einsetzen? Ne, ist ja... Braucht man nicht. Braucht man nicht neu einsetzen. Schafft er ja der Ralf, von ganz hinten wieder von vorne anzufangen. Ja. Also das ist schwierig hier, muss ich sagen. Das ist echt schwierig. Ich war schon mal auf dem ersten Platz. Betonung auf Bar. Jetzt muss ich schauen, dass der wieder hinfahre. Den geraden Strecken habe ich ja vorhin immer ein bisschen Gas gegeben, weil ich da ja eigentlich die überlegen bin. Ich glaube, hier war sie genau. Habe ich mir in der Mitte rausgehauen. Schaut ja auch ganz gut aus, eigentlich. Macht ja auch Sinn. Hier vorne die Kurve war sehr eng, sage ich. Das ist gut. Den habe ich mal abgedrängt. Upp, und jetzt bloß wieder den Griff finden. Okay, haben wir. Okay, und die Kurve haben wir auch ganz gut hingekriegt. Jo. Ein neuer Fahrer sitzt hier an die Spitze, das wird aber ich sein, ne? Das bin ja auch ich. Okay, wir sind wieder da, wo wir hingehören, auf dem ersten Platz. Aber ihr wisst, wie schnell sich das hier wieder ändern kann. Mal ganz schnell auf dem letzten Platz. Oh, und so lange. Diese Kurve hast du hier überhaupt nicht, aber auf dieser Sprintschanze auf der Innenseite. Oh ja, nur ganz gut weggerannt, muss ich sagen. Aber der ist schon wieder hinter mir, oder? Oder ich traue mich gar nicht zurückzugucken, weil die Kurve noch da ist. Ah, ja, es ist nicht. Nicht direkt er, aber sie sind natürlich wieder sehr nah an mir dran. So, zweite Runde, erste Position. Können wir diese Position erhalten, meine Freunde? Ich weiß es nicht. Ich entschuldige mich mal wieder für die Asynchronität der Aufnahme zum Bild. Leider keine Ahnung, ich krieg's nicht mehr hin. Leute, ich möchte aber auch nicht das Let's Play hier einfach im Sande verlaufen lassen, ja, weil das Spiel hat es nicht verdient, einfach mal nicht. Wow, ah, du Depp, nicht weitergespielt zu werden. Ja, genau, ey. Ja, doch, langsam hat es nicht mehr verdient, hier weitergespielt zu werden. So wie mich dieses Spiel behandelt. Oh ja, dann toll. Jetzt bin ich wieder der Dragster, Ralf. Oh Mann, ey. Also, mit dem Drift hier mit der Karre muss ich mir echt überlegen, ob das immer so eine sinnvolle Lösung ist. Ja, ich habe überholt, ich weiß. Ich fahre ja auch die Karre, ich habe es ja auch gesehen. Ich bin ja auch im Auto drin. So, sollte mal vielleicht mein Auto ein bisschen schonen und nicht auf andere auffahren. Was ich irgendwie auch leichter sagt, als es getan ist. Weil die hier genauso auf mich drauf fahren und versuchen abzudrängen. Ja, wie ihr seht. Also dagegen habe ich noch kein Mittel gefunden, dass wenn mir einer ins Heck fährt, drehst du dich einfach sofort weg. Ne? Und bist aber auch sofort letzter. Gar keine Chance. Wirklich keine Chance. Seht ihr wieder, ich bin wieder auf dem 8. Platz. Es geht immer richtig fix. So, hier war die Gerade. Ne, die kommt noch. Scheiße. Ja, sehr hervorragend, dass Überholmanöver das Fell gemacht hat. Er war ja ein Zucker Überholmanöver. Das war schon besser hier gerade. Aber mir bloß ab in der Luft gehen, nicht einfach da immer abdrehen zu wollen. Ja. Dem ist passiert, was mir auch schon etwas passiert ist. Hier liegen noch meine Autoteile rum. Sammelt die mal bitte eine ein, ich würde die gerne nochmal benutzen. Ja, ich arbeite mir nach vorne, natürlich muss ich ja auch. Ich will ja nicht letzter sein. So, jetzt werden wir mal in der letzten Runde den Drift-Button, ich spiele mit meinem Controller hier, versuchen zu vermeiden. Was ja eigentlich gerade ganz gut funktioniert hat. Weil damit
katapultiere, ja, ist ein schönes Wort, ich mich meistens selbst ins Abseits oder gehe lange in eine Situation oder komme in eine Situation, wo mich einer einfach nur im Heck mal kurz anstupst und ich dadurch so komplett die Kontrolle über mein Auto verliere. Jetzt habe ich ja ein bisschen abgebremst, das war ein Schwachsinn. Jetzt könnt ihr fahren nochmal die Linkskurve und danach kommt die lange Gerade, wenn ich mich täusche. Wo ich mein Mikro immer raushaue, wenn dann hier sie wäre. Vollkommen richtig. So, ein bisschen Nitro noch aufheben. Schau, dass wir gerade springen. Wunderbar, hinter mir ist... Oh, Abstand ist eigentlich recht groß. Bremsen. Ja, gut gemacht. Die Kurve ist aber auch gar nicht so schlimm, ja. Und ich bin da jedes Mal lang gedriftet, wie ein Verrückter. Keine Ahnung warum. Auch hier, das haben wir jetzt ganz gut hingekriegt. Start und Ziel. Yes, baby. Puh. Ja, ich habe zwar die Runde am Anfang ziemlich vergeigt, muss ich sagen, aber jetzt bin ich wieder Erster geworden, was mich natürlich sehr freut und ich hoffe auch euch als meine Zuschauer. Ja, ansonsten wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag, danke fürs Reingucken und wir sehen uns im nächsten Rennen, dritte Phase, 8 Runden, ja, 8 Runden hier Toshima Downtown Tokyo. Bis dann, ciao.